Digga. Es nervt. Das ist verkackte Scheiße. Immer bricht diese Framerate ein, ey. Glaub's nicht. So, und da speichern wir noch an einem schönen Punkt. Und zwar genau an dem wir speichern. Nämlich genau an dem Punkt. Oh. Ja, es war jetzt so schwer, diese Tür außer Gefecht zu setzen. Man glaubt es kaum. Wer schreibt immer Sachen an die Wand? Die Monster sehen nicht aus, als könnten sie what the fuck schreiben. Lufttimer. Wenn sie sich in einem Vakuum befinden, wird ihre Luftanzeige eingeblendet. Ja, man sieht sie da, die Sekunden rennen und ohne Luft stirbt man. Lufttimer, die komische Anzeige, die ich gerade gesagt habe, kann ich danach füllen mit whatever. Ah, das sieht ja auch geil beeindruckend aus, oder? Da fliegt Munition, da fliegt Munition, verdammte Scheiße. Aber nein, ehrlich. Das sieht doch übelst episch aus, ey. Übelst geil. Herrlich. Ich könnte hier ewig so rumstehen. Hätte ich nicht begrenzte Luft. Stürm mal nicht rum hier, du hast noch 40 Sekunden. 30. Luftkanister. Oh ja, und nicht. Ich habe ja noch genug Luft, ne? Ja, hör mal auf hier. Du hast nur 20 Sekunden. 22, 20. Geht auch voll ab irgendwie, ne? Dabei sollte er mal die Leiche fragen, die da rumfliegt, den man jetzt gar nicht mehr sieht. Warum ist die Tür? Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Die Tür sieht ja auch irgendwie komisch aus. Geile Tür. Ich stehe voll auf diese Tür. Das ist krass. Frage, wozu braucht man so eine Räume? Voll unter den Munitionszähler bringt gut, wenn sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Zero-G-Sprung mit rechte Maustaste und Steuerung. Man glaubt es kaum. Da schwimmen Sachen rum. Coole Sache, ne? Hallo. Hey, ich sehe dein Gehirn. Nimm das mal weg. Stehe ich nicht so drauf. Okay, wir drücken, wir ziehen und drücken Steuerung und dann. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir wollen dahin. Wollen wir? Wir wollen dahin, ne? Ja, wir wollen dahin. Okay, und dann drücken wir. Ziehen wir darauf und dann drücken wir Steuerung. Und er macht einen Megasprung. Und kommt irgendwie auf komische Art und Weise auf. Soll's. So, jetzt fehlt da ein Motor. Nehmen wir mal den, der hier gleich in der Nähe ist, würde ich sagen. Schuppi, schuppi, schuppi. Und hauen ihn da rein. Der passt nicht. Hallo? Er scheint nicht zu passen. Geh weg! Ich mag dich nicht! Jetzt oder komme ich da hinten an? Geil, da komme ich tatsächlich an. So, bin ich jetzt irgendwie zu doof dafür oder passt das nicht? Erstmal ein paar Schränke öffnen. Oh, Geld. Und ein mittleres Medipack. Oh, mein Inventar. Es nervt, meine Freunde. Es nervt. Was ist das? Stase-Pack stellt Stase-Energie wieder her. Geh sterben, Alter. Was soll ich damit? So, entfernt.
Ich hasse Minipack, ey. Ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, brauche ich ja voll nicht. Oh, noch ein Schrank. Gib mir Geld. Bitte gib mir Geld. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Das wurde schon seit dem letzten Audiolog. Beziehungsweise seit dem ersten Audiolog. Hallo, ich bin zurück. Schwerelosigkeit. Schwerelos. Oh, da ist ein Behälter. Da fliegt mir die... wer schreit? Ach da, der schreit. Ey, du kannst nicht so gut mit Schwerelosigkeit, oder? Die Schreie sind so unidentifizierbar zuordnend. Wir springen mal dahin. Aber warum kann ich da nicht hinspringen? Geht doch. Mit einem mega heftigen Sprung und die sich dreht sich und wir springen dann wieder auf den Boden. Krass, ne? Hallo! Magst du auch so Schwerelosigkeit wie ich? Arschloch. Hä? Aha. Aber dein Bein mag Schwerelosigkeit. Yay, es dreht sich so lustig. Öffne. Achtung, Ausrutschgefahr. Hahaha. Naja, eher Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Bla bla bla. So. 1, 2, 3. Ach was, wir haben jetzt nur... Was hab ich dachte gerade, wir haben jetzt wieder... Wow! Warum höre ich das Vieh nicht so gut? Ich höre es nämlich nicht. Okay, jetzt müssen wir mal in unsere Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe? Wie kommt man auf so eine Scheiße? Er stöhnt immer rum wie der letzte... Was weiß ich hier, ey? Man glaubt es nicht. Was auch immer hier in die Luft gegangen ist. Komm, mach die Tür auf. Na, erstmal aufprügeln. Ah, nicht in mein Gesicht. Hey, warum ist die Sch... Ende des Wartens. Scheiße im Kopf, die Jungs, ne? Mann. Glaub's nicht. Ach, Mann, ey. Alter. Ich muss eigentlich mal irgendwas umstellen, das hat ja beim letzten Mal nicht mal so viel gehakt, ey. Das glaubt man ja fast schon gar nicht mehr. Komm zurück, du Scheißvieh. Ich brauche dich. Und wenn jetzt der Ton so übelst nachhängt... Der Ohr! Der macht den Rast dich aber auch aus, ey. So, dafür kicke ich dich runter. Arschloch. Ach, da unten. Weißt du, mein Freund. Mir reicht's. Das Zeug hat sich immer voll zerlegt, Alter. Und ich stehe auf zerlegen. Ja. Das war eigentlich kein Witz. Ja, das Licht kann auch irgendwann mal ausgehen. Ich meine, hier ist doch gar nichts mehr. Außer verspiegelte Scheiben. Oder sowas. La, 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 la. Was ist das? Ein Textlog. Oh nein. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B., Chief Psych Officer, Bericht über psychiatrische Beobachtung, Patient Harris B. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erregen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung.
nicht so her ist. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Ganz böse. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt Schizophrenie. Schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen. Er hat Periode gesagt. Ja. Die wiederum jenen der anderen Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen und dass er wieder töten weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Ja. So faszinierend, dass ich fast eingeschlafen wäre, als ich diesen hässlichen Scheißbericht gelesen habe. Mann. Hä, was? Ja, ich merk's. Hä, was? Verbrauch einen Energieklon, um die Tür zu öffnen. Unser Inventar ist fast voll. Oh, ein medizinisch, ein großes Medipack. Ach ja, ich glaube, wir können einen opfern, oder? Ja, wir können einen opfern. Verbrauch einen... Yay, die Tür ist geöffnet. Und wenn uns jetzt da drin so ein fettes Monster erwarten würde, ey, dann würde ich aber richtig ausrasten. Da habe ich einen für so eine Scheiße aufgegeben. Is it safe? Oh, er will mich wohl verarschen. Nein, ich will keine Plasma-Energie. Ja, das große Medipack nehme ich liebend gerne entgegen. Genauso wie den Audiolog. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terrence? Sind Sie gläubig, Terrence? Ja, sind Sie es? Sind Sie es? Man weiß es nicht, aber das erfahren Sie in der nächsten Folge von Sind Sie gläubig, Terrence? Okay, er hat schon wieder gesagt. Was hat er schon wieder gesagt? Er hat schon wieder gesagt, irgendwas mit da unten sterben Menschen. Das ist wieder unser netter Freund. Was ist das? Man kann es zerstören, das heißt, das ist ein Gegner. Okay. Und noch was. Ah, das versucht mir meine Halslunge, was auch immer, rauszureißen. Was sind das für Wurstviecher? Ey, du Wurst! Ich kann ja meine Wirbelsäule rausreißen, das ist gemein. Das hab ich doch gar nicht getan. Hilfe! Warum ich das Vieh noch umbringen oder sowas? Laufen wir lieber weg. Komm, mach die Tür schnell auf, mach sie schnell auf! Ich werde von kleinen Viechern verfolgt! Evacuate this area immediately. Nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ach, Mann. So viel Blut und Unordnung. Ich mag keine Unordnung. Na egal. Aufgabe erfüllt. Oh, yay. Was ist das dort? Wir haben die Tür geöffnet. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind die an Codes der Leiche sind des Captains. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen, speichern wir eine Runde. Nicht, dass wir noch irgendwie elendig verkratzen und dann an so einer hässlichen anderen Speicherstation irgendwo da hinten rauskommen und dann... Das wäre ja gar nicht so schön, oder? Nee, das wäre nicht so schön. So. Gespeichert.